Und unser Thema ist ja heute, wie der Alltag von digitalen Nomaden aussieht. Und da musste ich erstmal schmunzeln, weil man erstmal so denkt, so, ah, was denn für ein Alltag? Weil manchmal alles einfach so chaotisch ist. Moment, ich switche mal ganz kurz auf die Präsentation. Perfekt, könnt ihr das sehen, den Titelslide? Ja, cool. Also, wie sieht der Alltag von digitalen Nomaden aus? Und ich bin Feli, wer mich noch nicht kennt, Felicia Hagarten und Gründerin der DNX. DNX bedeutet digitale Nomaden, der digitale Nomaden X-Faktor. Also das D steht für Digital- und Online-Business. Das N steht für Nomaden und von überall aus arbeiten, also ortsunabhängig sein. Und das X, das steht für den X-Faktor. Und der X-Faktor, das ist das Unbekannte, das ist das Abenteuer und natürlich auch die vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten und Westen. Und ja, ich bin mega, mega, mega dankbar für die Zeit, in der wir leben aktuell, weil in der Astrologie ist das gerade das Zeitalter des Wassermanns, the Age of Aquarius. Und dieses Zeitalter hat 2012 begonnen und steht für Technologie, Zusammenhalt, Unity und Freedom, also Freiheit. Und das sind ja mega, mega geile Sachen. Und ich denke mal, ihr stimmt mir zu, wenn wir sagen, dass das Internet, also die Technologie des Internets, wirklich mega, mega viel verändert hat und uns halt überhaupt erst ermöglicht, von überall aus zu arbeiten und auch ein Business online aufzubauen. Also das sind einfach Zeiten, die gab es früher nicht und es ist total spannend und neu und bringt super, super viele Möglichkeiten mit sich. Ja, Unity, das steht für Gemeinsamkeit. Die Welt wächst halt immer, immer mehr zusammen. Wir alle haben Freunde überall auf der Welt, auf Facebook und ja, auch die Ländergrenzen verschwimmen, gerade für digitale Nomaden. Also, wenn mich jemand fragt, wo bist du zu Hause, dann kann ich wirklich guten Gewissens sagen, ich bin in der Welt zu Hause. Mir ist es egal, wo hier eine Ländergrenze ist. Und man merkt auch, je mehr man reist und unterwegs ist, dass die ganzen verschiedenen Kulturen eigentlich so viele Gemeinsamkeiten haben und die Menschen eigentlich so ähnlich sind, die gleichen Ängste und Sorgen haben, sich über die gleichen Sachen freuen und dass die Welt eigentlich halt ein viel, viel besserer Ort ist, als es immer in den Medien rüberkommt. Weil die Medien sind natürlich auch darauf aus, schlimme Nachrichten zu verbreiten, damit sie ihre Reichweite bekommen. Ja, und natürlich das Zeitalter der Freiheit. Ja, die Reisefreiheit allein, also früher war es auch nicht so, dass man mal eben, ne, da sind die Eltern oder so vielleicht noch nach Italien gefahren, so in den Anfängen. Aber dass man wirklich super schnell einmal um die komplette Welt fliegen kann, das ist halt neu, sage ich mal. Und ja, diese Freiheit, das hat auch was mit Werten zu tun. Die Menschen, die möchten frei sein, die möchten... Den Sinn ist Status nicht mehr so wichtig wie früher, also ein teures Auto zu haben, ein Haus ihr Leben lang oder den gleichen Job ein Leben lang. Die wollen verschiedene Sachen machen und gerade die ganze junge Generation, die jetzt auch nach uns kommt, deren Wert ist Freiheit und das ist ganz, ganz weit oben. Und das finde ich super schön, also das excitet mich total, euch doch sicher auch. Und ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr halt auch merkt, was das gerade in diesem Zeitalter für ein Wandel in der Welt ist. Also nicht nur in der Arbeitswelt ändert sich viel, auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht und wo ihr den Wandel mitbekommt und erlebt. Ja, ganz kurz was über mich, für alle, die mich noch nicht kennen. Also ich bin jetzt schon seit 6 Jahren selbstständig und auch als Digital Nomad unterwegs, zusammen mit meinem Freund oder jetzt Mann, Markus. Ja, wir haben nämlich vor ein paar Wochen in Las Vegas geheiratet. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum in Las Vegas, aber das war einfach die einfachste Möglichkeit, weil da braucht man einfach nur einen Reisepass und wir wollten das KISS-Prinzip anwenden, Keep It Short and Simple. Und das war halt in Las Vegas super. Und wir waren eh in den USA.
Genau, wir sind schon seit 6 Jahren als Digital Nomad unterwegs. Ganz am Anfang war es aber so, dass wir immer ein halbes Jahr in Deutschland waren, im Sommer, und nur im Winter weg waren. Also so die ersten 2 Jahre. Und dann, Jahr für Jahr, ist Deutschland immer weniger geworden. Also das ist so ganz automatisch passiert. Und es hat sich dann auch immer mehr rauskristallisiert, wo wir gerne sind und wo wir länger Zeit verbringen möchten. Aber dazu später. Wir haben, oder ich habe 12 Jahre Erfahrung in Online-Startups, sowohl in Düsseldorf als auch in Berlin. Habe zum Beispiel für die Online-Jobbörse StepStone gearbeitet, die ihr sicher auch kennt. Oder in Berlin auch für ein Unternehmen, was in der SEO-Szene sehr bekannt ist. Also es war immer schon so, dass ich einen Bezug hatte zu Online-Marketing und Online-Produkten. Schon in meiner 9-to-5-Karriere. Ja, unsere Company heißt Global Mind Limited, die ist in Zypern und wir selber sind auch nicht mehr in Deutschland gemeldet, sondern auf Zypern. Wir haben Homebases überall auf der Welt, also verschiedene Orte, an denen wir auch länger bleiben, die uns besonders gut gefallen. Da werde ich euch auch nachher noch erzählen, warum wir da so gerne sind. Wir machen einen Jahresumsatz von 300.000 Euro circa und haben ein komplett ortsunabhängiges Team. Also da sind Freelancer dabei, wir haben eine mehr oder weniger Festangestellte, also die nur für uns arbeitet, unsere virtuelle Assistentin und Operations Managerin, plus ein Team von verschiedenen Freelancern wie Designer, IT, jemanden für Finance und Buchhaltung. Wir haben auch Praktikanten am Start, also insgesamt sind das so 10 bis 15 Leute, aber die, wie gesagt, jetzt nicht jeden Tag komplett für uns arbeiten, sondern teilweise auch nur zeitweise. Ja, und ich, wenn ich nicht arbeite oder mit Business beschäftigt bin, gehe ich am allerliebsten Kitesurfen. Ich gehe gern aufs Wasser. Bin vegan, also interessiere mich mega für Naturheilkunde, für gesunde Sachen, für Krankheiten natürlich zu behandeln und all diese Themen, die interessieren mich total. Und ich liebe Tiere. Deswegen kommt das auch manchmal vor, dass wir zum Beispiel, wo wir jetzt Anfang des Jahres auf Koh Phangan waren in Thailand, dass wir da 3 Katzen hatten, die wir aus diesem Animal Rescue Center quasi bekommen haben und denen geholfen haben, sich um die zu kümmern, bis wir halt neuen Besitzer für die gefunden hatten. Und sowas mache ich ja total gerne. Ja, die Frage Nummer 1, die Leute uns stellen, wenn die uns irgendwo treffen oder auch generell, ist natürlich: What the fuck, womit verdient ihr euer Geld überhaupt, wenn ihr unterwegs seid? Und das ist, also ganz am Anfang haben wir angefangen als Freelancer. Da haben wir quasi die ganzen bestehenden Kontakte, die wir aus der Online-Welt hatten, genutzt, weil Markus auch in verschiedenen Online-Startups war. Also wir hatten ein super geiles Netzwerk, was das anbelangte. Sind aber sehr schnell auf die Idee gekommen, eigene skalierbare Businesses aufzubauen, um eben diese Zeit-gegen-Geld-Falle zu verlassen. Und wir haben eines unserer allerersten richtig erfolgreichen Projekte war Travelicia.de, eine Reisewebsite oder Plattform, wo wir wirklich ein E-Book-Paket hatten, sehr viel Geld mit Affiliate-Marketing verdient haben. Das geht in der Reisebranche recht gut, weil es da viele Programme gibt, und Kooperationen mit Tourismusunternehmen gemacht haben. Und das war so unser allererster Start, wo wir gesagt haben, so geil, hiermit können wir uns komplett selbst finanzieren für den Lifestyle, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, ganz, ganz am Anfang. Dann haben wir unsere DNX-Festivals, das sind Groß-Events, die machen wir auf Deutsch, Spanisch und Englisch. Auf dem deutschen Event in Berlin waren jetzt über 1000 Leute und da verdienen wir durch die Tickets, haben wir verschiedene Ticketkategorien und Sponsorings, also Firmen, die das sponsern, und da arbeiten wir ausschließlich mit Firmen zusammen, die wir selber richtig, richtig geil finden und die eben einen Mehrwert für digitale Nomaden liefern. Dann haben wir DNX Camps, das sind längere Events, die sind so bis zu 14 Tagen, also 10 bis 14 Tage, die haben wir schon gemacht in Brasilien, in Ägypten, also gerade läuft übrigens eins in Ägypten, da haben wir Campmanager für, Nick und Steffi, in Thailand haben wir schon eins gemacht, in Portugal, also wir haben uns wirklich ausgetobt und alle Orte genommen, die wir selber richtig, richtig geil finden. Und genau, diese Camps konnten die Leute halt buchen, das war dann so ein Mix zwischen Business, aber auch Fun, also in Lemnos, auf Griechenland, haben wir zum Beispiel schon mal eins gemacht und dabei konnte man dann auch Kitesurfen lernen. Also
richtig, richtig geile Sachen. Und das kam auch dadurch, weil die Leute uns irgendwann gesagt haben, ey, wisst ihr was, wir würden gerne mal mit euch im Ausland Zeit verbringen oder mit euch da zusammen co-wirken und so. Und daraus sind halt diese DNX-Camps entstanden. Dann haben wir einen großen DNX-Podcast und da verkaufen wir auch Pre-Roll-Sponsorings, auch wieder nur an Companies, die uns passen. Wir haben eine DNX Academy, da sind Online-Kurse drin. Wir haben die DNX Jobbörse, da können also Firmen kostenpflichtig Stellenanzeigen schalten und wir haben eben die passenden Bewerber dazu. Das sind Stellenanzeigen aus dem Bereich Online-Marketing oder Online, aber auch wir wollen da mehr und mehr ortsunabhängige Jobs drauf haben. Und haben wir auch schon, aber unser Ziel wäre irgendwann mal, dass da nur noch ortsunabhängige Jobs drauf sind. Dann haben wir DNX Unlimited, das ist eines unserer allerneuesten Projekte eigentlich. Das ist wirklich ein Coaching-Programm mit uns selber. Und da helfen wir Leuten, also Menschen, die schon Experte auf einem Thema sind, auf einem Gebiet und damit richtig gut Problem von anderen Menschen helfen, lösen kann, denen wirklich Step-by-Step mit einer Roadmap zu einem skalierbaren Online-Business zu verhelfen, mit dem sie dann wirklich von überall aus arbeiten können. Also da stecken wir echt unser ganzes Herzblut und Know-how rein, um die Leute auch wirklich zum Erfolg zu bringen. Also es ist nicht nur ein Programm, wo du einfach Infos kriegst, sondern wirklich auch accountable gehalten wirst und Step-by-Step Anleitung bekommst. So, dann unsere Projekte, die noch kommen, ist Casa DNX und DNX Island, kann ich auch später nochmal was zu erzählen. Das ist wirklich hier ein Eco-Village in Brasilien und Casa DNX ist ein Haus, was wir auch vermieten werden, auch an unsere Community. Das ist super, super spannend für uns. So. Dann fragt ihr euch bestimmt, genau, wie sieht denn jetzt mein Alltag hier genau in Brasilien aus? Und in Brasilien ist es so, also hier geht die Sonne sehr, sehr früh auf und auch sehr, sehr früh runter. Ich glaube, es ist schon so gegen 6, 6:30, ist es schon dunkel. Und genau, ich habe eigentlich immer so eine Morgenroutine, eine kleine. Also wenn ich aufstehe, mache ich mir eine Kokosnuss. Und ein Acerola. Acerola ist so eine Beere aus dem Amazonas. Sie hat ganz, ganz viel Vitamin C. Super gesund. Und manchmal auch tue ich mir Ingwer in den Mixer zusammen mit Wasser und trinke das. Also erstmal so ein Healthy Morning Shot könnte man das nennen. Da mache ich immer das 5-Minute Journal. Das ist wirklich super, super geil. Das kann ich nur jedem empfehlen, wo du in so eine App eingibst, wofür du dankbar heute bist, was du heute machst, damit dein Tag richtig geil wird und eine positive Affirmation. Und da kannst du dann noch ein Bild hochladen. Also es dauert wirklich maximal 5 Minuten. Und dann mache ich immer noch die 7-Minute App. Das ist so eine Stretching-App. Auch ganz, ganz super und kurz, sodass man einmal kurz in Bewegung kommt und richtig wach wird. Dann mache ich, ich mache meistens alles, aber es kann auch mal sein, dass ich nur 3 Sachen davon mache oder 2, je nachdem, was so ansteht. Aber wenn ich die volle Morning Routine mache, dann kommt noch die Calm Meditation App dazu. Das ist 10 Minuten Meditation und dabei wird auch meistens noch irgendwas erklärt und du kriegst einen kleinen Takeaway für den Tag. Also die mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe zwischendurch auch Headspace genutzt als App, aber genau, zwischendurch wechsle ich auch mal gerne. Ich habe auch schon mal von Joe Dispenza 20 Minuten Meditation morgens gemacht. Also immer ein bisschen anders. Dann, also gerade im Moment, arbeiten wir relativ viel. Das liegt auch daran, dass wir im Sommer in den USA waren, auch auf 2 Events und da ein bisschen schneller die Orte gewechselt haben und da konnten wir nicht ganz so viel arbeiten. Deswegen ist jetzt gerade wieder eine Phase, wo wir ein bisschen mehr reinhauen. Also sowas kommt halt auch vor, dass wir manchmal ein bisschen langsamer sind und dann wieder ein bisschen schneller. Genau, und wenn ich anfange zu arbeiten, also ich habe halt meistens bestimmte To-Dos, die ich im Kopf habe, die am wichtigsten sind, die groß sind, die man eigentlich nicht machen will, die soll man ja immer zuerst machen, ne? Aber wir haben halt auch, das zeige ich euch jetzt hier mal, zum Beispiel ein Projektmanagement-Tool, das heißt Active Collab. Da haben wir die ganzen Tasks drin, die sind jetzt hier alle auf unsere Operations oder Managerin oder VA Clarissa gestellt.
und die hält quasi die ganzen Tasks im Überblick und guckt auch, dass sie an die richtige Person gegeben werden. Die Leute können halt Rückfragen an uns stellen. Wir können priorisieren, was am wichtigsten ist oder was nicht. Und da sind halt ganz, ganz viele Tasks drin. Also das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Und das sind halt alles so Sachen, die wir machen. Also es kann sein, dass wir einen Newsletter vorbereiten, den Text dafür, den wir verschicken. Es kann sein, dass wir mal mit unserer VA skypen, um zu gucken, ne, was geht gerade ab, wo können wir vielleicht irgendwas optimieren im Prozess. Morgen habe ich zum Beispiel 2 oder 3 Podcast-Interviews, wo ich jemanden für unseren Podcast interviewe, oder ich bereite ein Webinar vor, wir bearbeiten Kooperationsanfragen. Manchmal sind es auch so richtig beschissene Sachen wie Belege raussuchen für die Buchhaltung. Wer kennt das? Oder wer sucht gern Belege raus? Bitte mal in die Kommentare schreiben. genau, und das Krasseste, wo wir auch gerade mit beschäftigt sind, wir haben gerade eine Firma noch in Brasilien gegründet. Und da müssen wir natürlich auch schauen, ne? Da gibt es verschiedene Dokumente, wir müssen jetzt einen Bankaccount eröffnen. Und mit solchen Sachen sind wir auf jeden Fall gut beschäftigt, würde ich sagen. Ich zeige euch auch mal, wie Slack aussieht. Also wir benutzen neben diesem Projektmanagement-Tool ActiveCaller auch noch Slack. Und das ist ein Chat-Tool. Da seht ihr jetzt auch nur einen ganz kleinen Teil von. Also wir haben ganz viele Channels, wo wir einfach kurz mit unseren Team-Membern Sachen klären können, die vielleicht zu lange dauern, wenn man die in dem Projektmanagement-Tool an den Task hängt. Ja, das ist so wie früher die Kaffeeküche, weil es ist schon sehr herausfordernd, sage ich mal, mit einem ortsunabhängigen Team zu arbeiten, weil natürlich alle vielleicht in einer anderen Zeitzone sind, weil man eben nicht mal eben ins Büro nebenan gehen kann und denjenigen was fragen kann, weil man eben keine Meetings zusammen am Tisch hat. Also man kann natürlich Skype-Meetings machen, das machen wir auch öfter mal, aber einfach dann, wenn es schnell gehen soll, ist halt Slack die allerbeste Möglichkeit. Genau, da auf dem Ausschnitt, den ihr gerade seht, da habe ich nach unserem DNX-Event, haben wir alle Sachen gezählt, die noch übrig waren, so an unseren DNX-Beuteln, Lanyards, um zu wissen, wie viel wir dann für das Event nächstes Jahr noch übrig haben und wie viel wir dann neu bestellen müssen. Und da war irgendwie eine Sackkarre aufgetaucht, wo keiner wusste, wem die gehört. Und da habe ich dann mit unserem Eventmanager, dem Sascha, hin und her geschrieben, einfach mal als Beispiel. Genau, und wenn ich dann gearbeitet habe, das sind dann vielleicht so 3, 3,5 Stunden, vielleicht auch 4. Also jetzt gerade, wie gesagt, mehr als zum Beispiel im Sommer, ist immer unterschiedlich. Dann koche ich gerne mittags. Also wir kochen immer gerne selber, weil wir uns gerne gesund ernähren und achten auch immer darauf, dass wir halt Unterkünfte haben mit eigener Küche. Und hier in Brasilien ist das total geil, weil du kannst per WhatsApp beim Supermarkt Sachen bestellen. Also wir haben so eine Excel-Liste mit allen Sachen, die wir ständig brauchen. Weiß ich nicht, Zucchini, Ingwer, Süßkartoffeln, Maracuja, Avocado und so weiter. Dann schicken wir denen das und dann kommen die 1, 2 Stunden später und liefern das an. Also es ist richtig, richtig geil. Da kann Deutschland sich, ich meine, da gibt es ja auch Lieferservices, aber hier ist es einfach genial, per WhatsApp. Und genau, dann kochen wir sehr oft selber. Und danach gehe ich ganz gern Kitesurfen. Und weil wir hier direkt an der Lagune wohnen, geht das sehr schnell. Du gehst einfach aus der Tür, pumpst deinen Kite auf und fällst quasi in die Lagune rein. Total geil. Das ist aber so, die Lagune geht immer hoch und runter mit dem Mond. Ne? Also die Gezeiten. Das heißt, manchmal kannst du nicht kiten, weil zu wenig Wasser in der Lagune ist. Und deswegen ist die Zeit, wann wir kiten gehen, die ändert sich dann auch immer ein bisschen. Das kann mal spät nachmittags sein. Manchmal gehe ich auch direkt nach dem Aufstehen kiten und gehe danach erst arbeiten. Aber wir kiten schon fast jeden Tag. Und das, also ich halte meistens so 1 Stunde, 1,5 durch. Bis du dann wieder alles eingepackt hast, geduscht hast, sind vielleicht 2 Stunden verloren. Also nicht verloren, um Gottes Willen, das ist ja genau das, wo wir Bock drauf haben. Aber so vom Tagesablauf halt einfach. Und das Coole ist, es gibt halt auch so eine App, wo du immer sehen kannst, so wann ist die Lagune oben, wann unten. Wenn du also so Interviewtermine vereinbarst oder Podcasts,
kannst du auch vorher gucken, so, ah nee, da werde ich kalten sein, weil da ist die Lagune oben. genau, und danach kann es sein, dass wir Freunde besuchen. Wir waren jetzt vor 2 Tagen auf einem Geburtstag, dass wir mal in die Stadt fahren mit unserem Moped. Irgendwas. Und abends, jetzt gerade aktuell, arbeite ich abends immer noch mal ganz gerne. Also so von 6 bis 10 mache ich irgendwelche Sachen. Und es kann auch manchmal irgendwelche inspirational Sachen sein, wo ich selber Videos gucke oder Kurse oder irgendwas. Also hier im jetzt gerade ist meine Routine so, dass ich abends auch arbeite. Ja, und dann wollte ich dir mal ein paar Impulse geben, wovon dein Alltag denn eigentlich abhängt. Wie schon gesagt, ist es halt so, dass es ein bisschen drauf ankommt, wo du auf der Welt bist. Also wirklich das Land und die Zeitzone. Weil wenn ich zum Beispiel in Thailand bin, dann ist mein Ablauf ein bisschen anders einfach. Da fällt auch das Kitesurfen zum Beispiel weg. Oder in Europa ist es auch total anders, wenn ich in Berlin bin. Da habe ich einen ganz anderen Tagesablauf. Da gehe ich abends in ein Fitnessstudio. Da nutzen wir so einen Service, wo du in der ganzen Stadt alle möglichen Fitnessstudios nutzen kannst. Also auch super geil und flexibel für Digital Nomads. Urban Sports. Urban Sports heißt das, genau. Und da gehe ich zum Beispiel immer abends zum Fitness. Ja, dann hängt dein Alltag natürlich auch davon ab, ob du ein Business hast, wo du noch Zeit gegen Geld tauschst, also zum Beispiel Facebook-Management für einen Kunden machst, oder ob du wirklich Unternehmer bist und ein eigenes skalierbares Business aufgebaut hast, weil das gibt dir auf jeden Fall noch mehr Freiheit, mehr Zeit und mehr Umsatz. Weil klar, wenn du für einen Kunden arbeitest, der dich dann zu bestimmten Zeiten haben will oder einplant, bist du natürlich nicht so flexibel. Während ich jetzt sagen kann, okay, ich teile mir meine Sachen selber ein oder ja, zum Beispiel, einfach nur mal ein Beispiel, eine Freundin von uns, die ist auch hier in Brasilien, einen Ort weiter in Jericoacoara, die TJ, die ist Freelancerin, die macht, was macht die nochmal, nicht UX-Design, Projektmanagement für Software, also Software-Teams. Die bekommt ihre Jobs immer über, wie heißt es nochmal? Upwork, genau. Und die hatte teilweise Kunden, die von der Zeitzone so blöd gelegen waren, dass sie wirklich um 4 Uhr nachts jeden Morgen aufgestanden ist und ihre Calls gemacht hat mit diesem Team. Aber sie hat gesagt, mir ist das total egal, ich stehe total früh auf und dann habe ich den Rest des Tages frei oder den Nachmittag und kann Kitesurfen. Kein Problem. Aber das war auf jeden Fall immer ein Issue für sie, dass TJ, wenn wir aufgestanden sind, war die immer schon 3 Stunden fertig mit Arbeiten. Also muss man dann halt wollen und sich drauf einlassen. Oder sie müsste halt sagen, so ey, ich gehe in eine andere Zeitzone, wo das mit meinen Kunden gerade besser liegt. Ja, dann hängt der Alltag auch sehr davon ab, würde ich sagen, wie lange du schon im Business bist und ob du schon viel gereist bist. Weil je länger du im Business bist und je mehr du schon gereist bist, desto langsamer wirst du und desto eher bekommst du einen ganz normalen Alltag, wie er eigentlich auch in Deutschland ist, sage ich mal. Also du hast so deine Zeiten zum Arbeiten, vielleicht zum Sport, zum Freundetreffen, gehst vielleicht mal zum Friseur. Ganz ja. Aber wenn man so am Anfang startet, tendiert man dazu, voll schnell reisen zu wollen und voll viel sehen zu wollen. Und dieses Gefühl haben wir zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich gucke mir keine Sehenswürdigkeiten an in irgendeinem Land. Also ganz selten mal, wenn wir irgendwie bewusst Urlaub oder irgendeinen Adventure-Trip machen. Aber in der Regel nicht. Und dann hängt es natürlich voll davon ab, wie du persönlich deinen Alltag gestalten willst. Weil jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus. Manche Leute können gut 8 Stunden am Stück arbeiten, andere sagen, ich habe nach 3 Stunden keine Energie mehr und muss dann eine Pause machen. Man kann sich da natürlich Inspiration holen, wie andere Menschen das machen, aber letztendlich musst du immer auf dich selber hören, was für dich am besten ist und wie du es am allerliebsten hättest. Also zum Beispiel unsere Operations Managerin, die Clarissa, die kann sich quasi ihre Stunden selber anteilen. Also die hat schon eine Stundenanzahl oder halt bestimmte Tasks, die sie machen muss. Aber wenn nichts ganz Wichtiges ist von unserer Seite, kann sie sich das relativ frei einteilen, wann sie das macht. Oder ob sie dann mal einen Tag gar nichts macht und dann dafür mal sonntags was macht. Das
ist auf jeden Fall schon mal mehr Freiheit, als wenn du zu bestimmten Zeiten für jemanden da sein musst. Genau, also die Quintessenz ist auch, dass ein digitaler Nomade kein Weltreisender ist, das wird ja mega oft verwechselt, und auch kein Auswanderer. Weil also beim Weltreisenden ist es ja so, dass er die Orte schnell wechselt, möglichst viel sehen will, viele Sehenswürdigkeiten. Und dadurch, dass er schnell wieder weg ist von dem Ort, taucht er auch nicht sehr tief in die lokale Community ein, der Einheimischen. Und ja, ich meine, Weltreisender hängt in Hostels ab, wo du andere Partyleute hast oder andere Traveler. Da kannst du nicht gut arbeiten, also vielleicht mal einen Tag oder zwei, aber du hast auch einfach nicht das richtige Umfeld, was dich produktiv werden lässt. Und die Leute, das merkt man dann auch ziemlich schnell, haben einfach andere Themen als du, für die sie sich interessieren. Es gibt andere Gespräche und du hast ein ganz anderes Leben. Und na, der klassische Auswanderer, der ist halt oft angestellt von einer Firma, von einer deutschen Firma meinetwegen, und arbeitet in Singapur. Und der ist halt nicht so frei, weil er eben auch da ins Büro, sage ich mal, gehen muss. Und die Auswanderer, soweit ich das bisher mitbekommen habe, die hängen halt auch dann oft so in ihrer Expat-Community ab. Also so dann unter anderen Deutschen, die da sind, oder anderen Europäer, und machen dann so ihr eigenes Ding. Also ich habe nur so das Gefühl, die meisten von denen sind auch nicht so die Typen, die sich so richtig in die lokale Community integrieren. Und das würde ich halt sagen, ist das Spezielle an den digitalen Nomaden, wenn die wirklich länger an einem Ort bleiben, dass sie wirklich dort ihr Leben aufbauen, aber eben nicht für ein ganzes Jahr auch wie der Auswanderer, sondern meinetwegen für 2-3 Monate. Ja. Oder seht ihr das auch so, den Unterschied zwischen Nomad, Weltreisender und Auswanderer? Vielleicht könnt ihr mir auch mal kurz Feedback geben, Daumen hoch oder runter, ob ich zu schnell bin, zu langsam. Ja, ist alles cool? Ja, genau, also als Nomad, das ist wirklich so, zum Beispiel der Markus, der geht hier jeden Morgen mit dem Joseph und dem Stan ins Fitnessstudio in Itarema, in dem Ort, der hier ist, hat da eine Mitgliedschaft, ne? Die kann man, ist die monatlich oder was? Yes, jeden Monat. Genau, jeden Monat, und die kostet nochmal wie viel? Weiß nicht mehr, 40 Real, 8 Euro. 40 Real, 8 Euro für einen Monat, also das ist so, hier gibt es nur so ganz abgerockte Fitnessstudios auch, aber das ist so seine Morning-Routine. Der steht viel früher noch auf als ich, geht mit den beiden ins Fitnessstudio, und wenn er dann so zurückkommt, dann stehe ich ungefähr auf. Ja. Genau. Ja, also als Nomad ist es wirklich so, ne? Du gehst zum Friseur, da musst du übrigens sehr aufpassen, weil in Thailand, wenn du nicht Bescheid sagst, dann sind deine ganzen Haare ab. Ist mir auch schon passiert. zum Sport, oder du gehst vielleicht auch mal zum Zahnarzt. In Thailand gehe ich auch immer gern zur Zahnreinigung, weil die da echt richtig cool ist. Also hast wirklich eher normales Leben. Ja, deswegen habe ich das hier auch nochmal schön zusammengefasst. Du lebst einfach eine Zeit lang in einem anderen Land. Gutes Tempo passt. Ach, gutes Tempo, okay. Genau, wir haben ja auch nur eine Stunde. Ich könnte da ja tagelang drüber erzählen. Genau, du lebst einfach nur eine Zeit lang in einem Land. So kannst du es dir vorstellen. Und jetzt wollte ich dir nochmal kurz erzählen, wie bei uns der Unterschied ist zwischen Homebase versus wenn wir sehr schnell reisen. Und zwar ein Kriterium, also wir haben jetzt so viele Plätze auf der Welt gesehen, dass wir so bestimmte Kriterien rauskristallisiert haben, wo wir sagen, ey, hier fühlen wir uns wohl, hier wollen wir gerne länger sein, und länger heißt wirklich 3 bis 6 Monate. Also in Thailand waren wir Anfang des Jahres von Januar bis Mai, also fast 5 Monate, und hier in Brasilien sind wir jetzt auch circa 4-5 Monate. Also es kann dann wirklich schon länger sein, und dann kannst du da auch so richtig dein Setup aufbauen, einen guten Arbeitsplatz, halt gesundes Essen, eine Community, Freunde, du kennst die Leute.
Vor allem halt auch, wenn du dann immer wieder dahin kommst. Beim ersten Mal ist es natürlich anstrengend, weil du alles rausfinden musst, wo ist der Friseur, welcher Supermarkt ist am besten, bla bla bla. Aber wenn du das zweite Mal kommst, kennst du natürlich schon alles. Das ist mega. Und dann denkst du so, ach, dann fühlst du dich so, jetzt bin ich hier zu Hause. Das ist meine Homebase. Ja, für uns sind das nicht zwingend Hotspots, wo sehr viele digitale Nomaden sind. Weil, also durch die DNX und so, kennen uns natürlich auch sehr viele digitale Nomaden. Und manchmal ist uns das fast zu viel, dass wir zu viele Leute kennen und so denken, ah, wir wollen einfach nur irgendwo sein, wo uns keiner kennt. Und man muss natürlich sagen, wir sind jetzt zu zweit. Also wir sind ein Digital Nomad Paar. Und wenn du alleine bist, bist du natürlich viel mehr daran interessiert, irgendwie Anschluss zu finden oder Leute, mit denen du dich austauschen kannst, auch business-wise. Und da haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir das auch können, wenn wir irgendwo nur wir beide arbeiten oder sind. Dann sind wir so die Typen, das haben wir einfach gemerkt, also Stadt ist gar nichts für uns. Wir haben sehr lange in der Stadt gelebt, auch ja in Berlin. Und es ist uns einfach zu hektisch, zu laut und unsere Kreativität geht weg. Also wir merken einfach, wir sind an kleineren Orten, die ruhig sind, viel, viel kreativer und auch zufriedener, weil es auch nicht so viel Auswahl gibt. Weiß nicht, ja, in Berlin ist zum Beispiel stressiger einkaufen zu gehen für mich und hier wird das Essen angeliefert. Aber in Thailand ist es zum Beispiel geil, da lohnt es sich wirklich nicht selber zu kochen. Da kannst du wirklich jeden Tag essen gehen und deinen Green Curry bestellen. Das ist noch geiler, dann hast du noch mehr Zeit für andere Sachen. Du musst nicht einkaufen, du musst nicht kochen, gar nichts. Also und ja, da gibt es so geile Services wie, du gibst deine Wäsche ab, kriegst sie gewaschen zurück und das kostet ja alles Zeit. Wenn ich in Berlin bin, stecke ich meine Sachen selber in die Waschmaschine. Nur mal so, ja, und wir mögen es auf jeden Fall gerne warm. Also ich friere sehr, sehr schnell, ich bin kein Typ für Norwegen. Und wir mögen auch, Norwegen. Inseln. Und Gott sei Dank ticken wir da beide gleich, wenn Markus jetzt sagen würde, ich will aber nach Singapur und ich will hier im Norden von Brasilien, ist sehr ländlich, will hier hin, dann wird das halt nicht zusammenpassen. Ne? Da sind wir happy, dass wir da aligned sind sozusagen. Wir mögen auch. Dann brauchst du natürlich eine schnelle Internetverbindung, weil das ist ja der Horror eines jeden digitalen Nomaden, wenn die Internetverbindung hat. Ne? Und das ist natürlich tricky. Also das Internet wird weltweit besser und besser, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nach Afrika fahren würde, dann würde ich das als Urlaub machen und nicht, um von da zu arbeiten. Also vielleicht Südafrika, Kapstadt würde gehen. Und man muss natürlich immer vorher abchecken, so, ey, gibt's da schon Nomads oder ein Coworking-Space, was man fragen kann, so wie mit was für einem Internet-Speed man da rechnen kann, ne? Weil das kann sonst wirklich sehr, sehr frustrierend werden, vor allem dann, wenn dein Business viel Skypen erfordert oder Live-Webinare, Facebook-Lives, whatever. Kann aber natürlich auch sein, wenn du ein Amazon-FBA-Business hast und Sachen auf Amazon verkaufst, dass du das gar nicht so viel brauchst und dass es dann nicht so schlimm ist, wenn das Internet mal einfach einen Tag Bye-Bye sagt. Ne? Jetzt einfach mal als Beispiel hier in Brasilien, weil wir halt 4-5 Monate hier sind. Dieses Haus hier, wo wir wohnen, das hat eine Internetleitung, aber wir haben uns eine zusätzliche eigene gelegt. Das haben wir auch letztes Jahr schon in Jerry gemacht. Da hatten wir nämlich ganz neu auch Fiber-Optik-Internet. Und ja, dann musst du aber erstmal halt hier zu diesem Cyber-Info, heißt der, zu dem Laden hin und den verständlich machen, auf Portugiesisch, dass du Internet brauchst. Und dann kommen die, einen Router haben wir gekauft, installieren dir die Antenne auf dem Dach und jetzt haben wir hier unser eigenes DNX-Netzwerk. Ne? Und können im Notfall immer noch auf die andere Leitung zugreifen. Aber es kann natürlich trotzdem mal passieren, dass das Ding schwächelt oder ausfällt, aber es ist eher selten. Und ich glaube, das kann überall passieren. Das könnte auch mal in Berlin passieren. Dann ist für uns immer wichtig, dass es eine coole Community gibt. Und das sind coole Locals, also coole Einheimische, die einfach gut drauf sind. Und eine Szene-Community. Und mit Szene-Community meine ich, die Digital Nomads wäre zum Beispiel eine Szene. Aber wir hängen auch gerne in der Kitesurf-Szene ab zum Beispiel. Manchmal vermischt sich das auch. Unter den Kitesurfern gibt es auch viele, Unternehmer. Genau. Auch ein paar Nomads. Oder es gibt auch Nomads, die angefangen haben zu Kitesurfen, weil wir da auf unserem Podcast immer so begeistert von erzählt haben, dass Kitesurfen das Beste auf der Welt ist. Gibt's? Ist es ja auch für uns. Aber genau, oder eine andere Szene ist eine spirituelle Szene, eine Yoga-Szene, die es in Thailand viel gibt, da hängen wir auch gern ab. Oder wir waren öfter auch mal auf Phuket, Phuket an sich ist sehr touristisch und blöd,
aber da gibt es die Fighting Street, heißt das. Das ist eine Straße, die, wo nur Fitnessstudio und Healthy Lifestyle ist. Also da gibt es Crossfit-Studios, Muay Thai, Yoga, da habe ich immer Aerial-Yoga gemacht. Das ist an so bunten Tüchern, das macht total viel Spaß. Ja, und du hast da ein paar vegane Läden und einfach die Leute, die da sind, ne? Die joggen morgens über die Straße, da ist Fitness pur. Das ist nicht direkt am Strand und das ist auch so ein bisschen Inland Phuket, also in der Nähe von Phuket Town. Aber wenn du einen Roller hast, erreichst du super gut in, weiß nicht, 10, 15 Minuten Strand. Also die Szene, zum Beispiel diese Sportszene da, die fanden wir total geil. Und wir mögen es auch immer so ein bisschen zwischen den Szenen zu hoppen. Ne? Manchmal sind uns dann die Kitesurfer wieder genug, dann haben wir wieder Bock auf die Nomad-Community oder dann wieder auf die spirituelle Community mit den ganzen Ceremonies und Healern und weiß der Geier was. Das macht alles Spaß. Es macht aber auch Spaß, da halt immer mal zwischen zu wechseln. So, weil wenn du auch jetzt ein Jahr hier in Brasilien bleiben würdest, dann würde ich so eine totale Routine verfallen. Also ich mag es, dieses, ja, immer mal wieder woanders hinzukommen und neue Eindrücke zu bekommen und auch wieder neue Menschen kennenzulernen. Aber da muss man halt gucken, wenn das wieder zu viel ist, dann stresst es dich. Und das kommt auch darauf an, wie viel Ruhe und Zeit du für dein Business brauchst, ob du da noch eher am Anfang bist oder schon weiter. Dann ist uns gesundes Essen mega wichtig. Also, ne, wir kochen gern, habe ich schon gesagt, und ich will echt keinen Quatsch essen. Und es gibt einfach so Orte oder Länder, wo du nur Blödsinn kriegst. Nur frittierte Sachen oder weiß ich nicht. Und das nervt mich, wenn ich wirklich länger irgendwo bin. Und hier in Brasilien, also die haben mega geile Früchte, wie ich eben schon gesagt habe, Avocado, Maracuja, Banane. Jetzt haben wir gestern gehört, dass es hier sogar Jackfruit gibt. Das ist meine Lieblingsfrucht aus Thailand und die bestellen wir jetzt. Dann gibt es hier Acai aus dem Regenwald. Die essen hier viel, ja, noch so dunkle Bohnen. Ja, wie heißt es nochmal? Linsen, genau. Also hier gibt es schon ein paar leckere Sachen. Pumpkin gibt es. Manchmal mache ich Pumpkin-Soup im Mixer. Diese, was heißt das auf Deutsch? Kürbis. Kürbis, genau. Warte mal, ja. Die Leute sagen, das Mikrofon sitzt nicht so richtig. Vielleicht können wir hier einmal schauen, was mit dem Mikro ist. Oder wir nehmen das Podcast-Mikro. Dann müsste ich es aber anschließen. Sonst mache ich erstmal weiter. Vielleicht fängt sich das jetzt auch, weil ich das Fenster zugemacht habe. Okay, genau. Wir haben mal das Fenster zugemacht, weil hier in Brasilien ist sehr viel Wind. Deswegen auch Kitesurfen, weil dafür braucht man ja richtig viel Wind. Und wenn man hier das Fenster aufmacht, kann das schon mal ganz schön hier reinfegen. Deswegen haben wir das einfach mal zugemacht. Vielleicht ist es jetzt mit dem Ton dann besser. Ja, und das letzte war, wie gesagt, Sportangebot. In unserem Fall Yoga, Muay Thai, Kitesurfing, Fitnessstudio. So, und im Falle, dass wir mal schneller reisen, dann ist das entweder immer, dass wir eine Abstecher von der Homebase machen. Also jetzt mal ein Beispiel, wir sind hier gerade in dem Haus von Olivier, haben das für 4-5 Monate. Der kommt aber jetzt bald, in ein paar Wochen, kommt der 2 Wochen selber hierher. Und in den 2 Wochen müssen wir hier raus. Und da haben wir zum Beispiel überlegt, ja, lass uns doch mal ins Alto Paraíso fahren. Da wollten wir immer gerne mal hin, das ist hier in Brasilien. Und das wären dann so 2 Wochen, wo wir dann einfach mal wie eine Art Urlaub machen. Und dann aber wieder zu unserer Homebase hier in das Haus zurückkommen. Schneller reisen oder dann mal einen Ausflug machen ist auch immer geil bei einem Visa-Run. Zum Beispiel, als wir in Thailand waren, haben wir dann einen Visa-Run nach Kuala Lumpur gemacht, weil das Visum ausgelaufen war und wir eh weg mussten. Dann kannst du gucken, zum Beispiel hätte ich auch mal Bock, wenn wir nächstes Mal in Thailand sind, mal nach Borneo zu fliegen. Und da vielleicht mal so eine coole Orang-Utan-Safari irgendwas zu machen. Oder Save the Rainforest, da wird ja, glaube ich, ziemlich viel abgeholzt und verbrannt auch. Ja, oder man kann nach Laos, nach, also Thailand hat ja zum Beispiel super viele Nachbarstaaten. Ja. Hier in Brasilien ist das nicht ganz so gut möglich, weil es ist so, wenn du hier aus dem Land rausgehst, kannst du nicht einfach nach Kolumbien und dann wieder zurück rein, weil du immer so lange draußen bleiben musst aus dem Land, wie du hier drinnen warst. Das ist eine doofe Regelung in unserem Fall, aber so ist es eben.
cool. Der Ton ist wieder normal, habe ich gehört. Ich hoffe, ihr habt nichts verpasst oder zumindest so ein bisschen mitbekommen, was ich erzählt habe. Ja, auf jeden Fall. Der war nur weiter weg. Okay. Aber der Ton war da. Dann ja, Träume verwirklichen. Das war so ein bisschen, was wir jetzt im Sommer in Kalifornien gemacht haben. Da haben wir einen kleinen Roadtrip gemacht. Da sind wir wirklich von Nevada City zum Burning Man, zu einem Event. Von da nach Las Vegas. Von da in den Joshua Tree Nationalpark zu einem Yoga-Festival. Und dann nach L.A. und wieder hoch nach San Francisco. Also wir waren zwar schon auch in Nevada City 3-4 Wochen oder so, bevor wir dann wieder weitergefahren sind. Aber im Sommer war es zum Beispiel so, dass wir wirklich schneller unterwegs waren als normal. Das heißt, da haben wir weniger, wir haben nicht gar kein Business gemacht. Höchstens mal auf dem Burning Man, da gibt es kein Internet. Ne? Aber wir haben halt auch geguckt, dass unser Team unser Business so lange am Laufen hält, zumindest halt die wichtigsten Sachen. Und dass sie uns halt Bescheid geben, wenn es irgendwo total was anbrennt. Ne? Dass sie uns dann eine WhatsApp-Nachricht aufnehmen oder so, wenn wir jetzt nicht jeden Tag oder jede Sekunde den Rechner aufhaben. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du dann irgendwann wächst und dir ein Team aufbaust. Ja, das Urlaub vom Business machen, das vergisst man nämlich leider leicht. Also wir haben jahrelang wirklich überhaupt nicht eine, es gab keine Woche, wo wir nicht irgendwie am Rechner waren und irgendwas gearbeitet hätten. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, so, oh Mist, das müssen wir jetzt mal machen, weil sonst hat man eigentlich gar keinen Urlaub mehr, obwohl man ständig woanders in einem Urlaubsland lebt. Ne? Ja, und dann kannst du natürlich auch schneller reisen in Ländern, die schwierig zum Leben sind. Zählen für mich einige Länder in Afrika dazu, oder zum Beispiel auch Myanmar, da ist es mittlerweile vielleicht schon wieder besser, aber das ist sehr mühselig voranzukommen, an gutes Internet zu kommen. Solche Länder kann man dann einfach mal für Abenteuer nehmen oder vielleicht auch für einen Visa-Run. Zum Beispiel von Thailand kannst du auch nach Myanmar zum Visa-Run. Dann bleibst du einfach mal eine Woche und, weiß ich nicht, gehst da tauchen oder so. Yo, wie sind wir eigentlich in der Zeit? Oh Gott. Okay, ich mach mal was schneller, damit wir noch Zeit für Fragen haben. Wir haben erst Viertel nach angefangen, glaube ich. Okay. Ja, wie kann dein Arbeitsplatz aussehen? Wir sitzen jetzt gerade in unserem Haus an einem ganz normalen Tisch mit normalem Stuhl. Allerdings kein Bürostuhl, sondern normaler Holzstuhl. Aber ja, es ist keine Sonne da, es ist schattig hier drin, der Wind kommt hier nicht rein. Der Router ist direkt hier nebenan und wir haben Ruhe. Also es ist nicht laut. Es kann zum Beispiel sein, dass du in Coworking Spaces arbeitest. Also zum Beispiel das Co-Hub auf Koh Lanta oder das Hubot auf Bali, in Ubud ist das. Oder das Dojo Bali, das ist in Canggu. Das sind so die bekanntesten Tropical Nomad Coworking Spaces. Aber es gibt natürlich immer, immer mehr. Jetzt aus unserer eigenen DNX Community, mit der mache ich morgen auch ein Interview, gibt es eine, die hat ein Coworking Space in Hoi An in Vietnam eröffnet. Also es werden immer, immer mehr und die sind natürlich perfekt. Da hast du gutes Internet, du hast entweder eine Monthly-Mitgliedschaft, manchmal kannst du auch einfach nur für einen Tag bezahlen, du triffst andere Leute, hast vielleicht einen Ruheraum zum Skypen. Es ist mega, kriegst vielleicht noch was zu essen, gesundes, im Dojo, die haben noch so sehr coole Smoothie-Bar daneben, irgendwie sowas. Ja. Dann kannst du natürlich auch im Café arbeiten. Also ich bin überhaupt nicht der Typ fürs Café, weil wenn überhaupt trinke ich einen Smoothie und in vielen Cafés gibt es eben nur Kaffee und dann weiß ich gar nicht, was ich bestellen soll, vielleicht ein Wasser. Und es nervt halt auch immer, wenn die Leute dann immer fragen, willst du noch was und du hast eigentlich in Wirklichkeit gar keinen Durst und sitzt dann nur, um zu arbeiten. Aber es gibt so Typen, die Kaffee einfach geil finden und es ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn es irgendwie mal nicht anders geht, und ja, du irgendwie dringend was machen musst. Einfach zu gucken, wo das nächste Café mit gutem Internet ist. Und da gibt es eine richtig geile App, die heißt Work Hard Anywhere. Und da findest du Cafés und da stehen auch Infos zum Internet und bla bla bla. Also die hat schon mehrmals gut für uns funktioniert, diese App. Dann kannst du natürlich in deiner Unterkunft arbeiten. Und das kann drinnen sein, so wie wir jetzt. Oder auf der Terrasse. Also hier bei dem Haus, was wir haben, kann ich den Tisch auch draußen auf die Terrasse stellen. Das geht, habe ich auch schon öfter gemacht. Bin meistens nur zu faul, den immer von drinnen nach draußen, draußen nach drinnen zu tragen. Deswegen ist er gerade immer drinnen. Aber zum Beispiel in Thailand hatten wir auch immer ein Haus, wo ein großer Balkon war. Der war auch überdacht, also kam keine Sonne drauf. Und da habe ich super gern gearbeitet. Also es war perfekt. Oder halt im Garten, je nachdem,
wo du bist, vielleicht auch in Deutschland oder du bist mal bei deinen Eltern. Wenn ich bei meinen Eltern bin und habe wirklich mal noch was zu tun, dann setze ich mich gern bei denen in den Garten, unter den Sonnenschirm und mache da meine Sachen. Ja, am Strand, also ne, das typische Nomad-Bild, das ist wirklich eher ungewöhnlich. Also ich habe noch nie am Strand gearbeitet. Aber was natürlich tatsächlich sein kann, dass es irgendein Café oder so am Strand gibt, wo man Ausblick auf den Strand hat. Aber sonst betrachte ich das eher als so einen kleinen Scherz, der sich hartnäckig hält, wenn man so den Prototyp des digitalen Nomaden beschreibt. Ne? Oder die Presse ist natürlich auch so, dass die nur so Fotos gerne haben wollen, um zu provozieren. Ne? Also die fragen ja konkret danach, hat man nicht ein Foto am Strand? Dann sage ich immer, wir arbeiten aber überhaupt nicht am Strand. Und dann sind die immer ganz unglücklich. Naja, dann Flughafen im Flugzeug, das geht schon gut, weil man kann ja auch viele Sachen offline machen, ne? Zum Beispiel einen Text vorschreiben oder im Flugzeug mache ich aber auch gerne inspirational Sachen, dass ich einfach mal Blogs lese von anderen oder Podcasts höre. Die Zeit kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut nutzen. Und wir sind jetzt sogar in den USA mit einem Flieger geflogen, JetBlue hießen die, ne? Mhm. Die wirklich Wi-Fi hatten, fand ich total geil. Richtig schnell und gut. Richtig schnell. Von Amazon gesponsert. Von Amazon gesponsert und das war sogar kostenlos, weil wir sind schon auch schon mal Business Class geflogen. Und da konntest du auch Internet haben, musstest aber relativ viel dafür bezahlen. Aber jetzt hier JetBlue war das Internet einfach for free, total genial. Und am Flughafen ist natürlich auch geil, weil du eh Zeit verplemperst. Da brauchst du aber natürlich unbedingt Noise Cancelling, Kopfhörer, Headphones, weil dich sonst der ganze Lärm da kirre macht, ne? Aber kann man wunderbar machen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die arbeiten im Van. Die haben ihre eigene Internet-Antenne installiert. Das sind die Van-Nomaden. Da sind auch sehr viele in unserer Community von. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Erfahrung mit, weil wir noch nie im Van gearbeitet haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das geht. Also zum Beispiel die Nima heißt sie, die ist mit ihrem Freund und ihren Hunden im Van in Spanien immer unterwegs gewesen. Und die hat immer gesagt, ist cool, macht Spaß. Das sind die Van-Nomaden. Ich glaube, also Van, das wird mir auf Dauer auf den Zeiger gehen, so wenig Platz zu haben. Ich habe schon gern ein bisschen mehr Platz in der Wohnung oder in dem Haus. Und auch zum Duschen und überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür wäre. Ich würde eher, mein Traum ist eher halt dann mal so einen Roadtrip zu machen. Meinetwegen auch mit so einem VW-Bus oder so, aber dann eher halt weniger zu arbeiten. Oder du fährst von Ort zu Ort und machst dann an Orten halt und bleibst da länger in einem Haus oder so. Ja, dann natürlich noch die Hängematte und der Pool. Also ganz ehrlich, in der Hängematte, das geht schon. Ich habe auch schon Präsentationen in der Hängematte vorbereitet und wir haben hier auch eine Hängematte vom Haus. Geht. Also ist irgendwann nervig, weil du halt nicht gerade sitzt, ne? Dann geht dir irgendwann ja auch auf die Schultern und so. Deswegen, ja, ich habe auch so eine kleine extra Tastatur und ein Mauspad und so einen Laptop-Ständer einfach, wenn man schon keinen Bürostuhl und so hat, dass man wenigstens ein bisschen ergonomischer sitzt. Und wenn du halt zu lange in der Hängematte liegst, denkst du vielleicht, okay, unbequem. Am Pool, keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, aber wenn du da irgendwie ein schattiges Plätzchen hast oder vielleicht auf einer Liege liegst, für bestimmte Aufgaben, wo du nicht mega, mega konzentriert sein musst, mit Sicherheit auch möglich. Ja, sind hier ein paar Nomaden mit im Livestream, die irgendwie einen Favorite-Arbeitsplatz haben? Dann schreibt doch mal rein, wo ihr am liebsten arbeitet. Oder wenn ihr es noch nicht tut, wo ihr am liebsten arbeiten würdet. Ich schreibe schon mal die ersten Fragen raus für später. Kommt noch ein Q&A, ne? Ja, Q&A machen wir noch. Wenn Gründerzimmer nichts dagegen hat, können wir auch ein bisschen überziehen, irgendwie, dass wir noch so 10, 15 Minuten für Q&A haben. Genau, ich komme aber jetzt auch schon zu den Challenges und natürlich auch zu den Tipps, wie du die umgehst. Aber generell als Digital Nomad ist ganz klar, brauchst du das richtige Mindset. Und das ist, when life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow.
Denn wenn du denkst, es kommen keine Challenges, dann hast du natürlich, bist du weit gefehlt, weil es kommen nirgendwo mehr Challenges als Digital Nomad. Weil du hast einmal Challenges im Business und einmal Challenges, weil du reist. Dann kommt der Flug nicht, dann ist die Unterkunft doch scheiße, wo du dachtest, ah ja cool, hier kann ich jetzt produktiv arbeiten. Dir gefällt es an einem Ort nicht, es kommt plötzlich auf den Philippinen ein Taifun vorbei. Also es können ultra, ultra viele Sachen passieren. Und wenn du dich über jede dieser Sachen einzeln aufregst, dann kannst du direkt wieder nach Hause fahren. Also weil, dann hast du keinen Spaß. Aber das klingt jetzt auch so, als würden nur schreckliche Sachen passieren. Das ist natürlich auch nicht so, überhaupt nicht. Ich habe auch das Gefühl, die Leute, die schon damit rechnen, dass blöde Sachen passieren, die ziehen das halt erst recht noch an, weißt du? Also uns ist jetzt in den ganzen Jahren, in 6 Jahren, noch nie etwas wirklich Schlimmes passiert. Uns sind noch keine Sachen geklaut worden. Fällt dir irgendwas ein, was uns mal richtig Schlimmes passiert ist? Nee, wirklich nicht. Und wir waren in ganz Mittelamerika unterwegs, in Südamerika. Wir waren überall auf der Welt. In irgendwelchen Private Transports mit wilden Sachen, wie die zustande gekommen sind. Und nie ist irgendwas passiert. Alle waren immer nett und freundlich und hilfsbereit. Selbst wenn du die Sprache nicht sprichst, gerade dann sind die Menschen super nett und hilfsbereit. Genau, also und kleine Sachen, Challenges sind uns wahrscheinlich um 500.000 passiert, aber die kann ich mich gar nicht mehr alle erinnern. Ne? Könnte man wahrscheinlich einfach mal ein ganzes Buch drüber schreiben. aber zum Beispiel, ach, einfach um mal eine aktuelle Challenge zu nennen. Wir sind hier in das Haus gekommen vom Olivier, von dem wir halt schon kannten, aus Frankreich. Und das ist ein super netter Typ, wir verstehen uns mega gut mit dem. Aber das Haus ist schon sehr, sehr alt. Und er ist selber halt nicht oft hier, weil er, glaube ich, auch einen 9-to-5-Job auch hat. Also der ist immer nur so 2-3 Wochen im Jahr selber hier. Und die Wilma und der Carlos, die hier noch nebenan wohnen, die kümmern sich auch so ein bisschen um das Haus. Ja, aber das Haus ist sehr, sehr alt und als wir ankamen, ist ganz schön viel kaputt gewesen. Was wir alles für ihn reparieren mussten, also die Tür ging nicht mehr auf, wir kamen nicht mehr raus, ne? Dann waren 2 Mäuse hier drin, die Früchte angeknabbert hatten. Dann hat er jetzt Termiten, also die stören uns jetzt gerade nicht, aber du siehst die schon, wie die ihre Straßen bauen. Und dann war der Abfluss vom Wasser kaputt. Ne? Da mussten wir uns drum kümmern, hier diesen Wagen zu holen, um dieses Ding leer zu machen. Also er bezahlt das alles, weil es ist ja sein Haus und wir zahlen ja auch normal Miete. Aber wir dachten so, ey geil, wir kommen hierher, wie letztes Jahr. Letztes Jahr war eigentlich noch alles relativ okay. Und können direkt losstarten mit all den Sachen, die wir noch tun wollen. Und dann waren wir die ganze Zeit beschäftigt, diese ganzen Probleme hier zu fixen. Ne? Und auch sein Internet, also wir haben ja Neues für uns gelegt, aber sein Internet ging am Anfang nicht, weil die Antenne oben abgeknickt war. Da musste Cyberinfo kommen, die Antenne gerade ging. Jetzt überlegt ihr mal all diese Sachen. Und ne, wir wollten ihm natürlich auch helfen, wir sind ja auch mit ihm befreundet und es ist ja auch kein Problem, wir machen es ja auch gerne, aber es hat uns total abgehalten von den Sachen, die wir eigentlich machen wollten. Und ja, mir fallen bestimmt jetzt noch 3 ein, aber das reicht ja erstmal. So eine Challenge, da kannst du halt einfach nicht mit rechnen. Kann passieren. Ja, und zwar die größten Challenges, da habe ich mal für dich auf 2 Folien zusammengefasst, ist natürlich die Visa-Geschichte, weil manchmal, ganz ehrlich, weil wir schon so lange reisen, ich vergesse manchmal, dass wir ein Visa brauchen. Ja. Dann denkst du, scheiße, haben wir jetzt ein Visa überhaupt? Und wir denken so einfach, ach, wir wollen jetzt nach Bali oder so. Und dann, also je länger du reist, desto mehr verschwimmt dieses, ich brauche ein Visum. Ne? Wobei man aber sagen muss, gerade als Deutscher mit einem deutschen Passport hat man auch ganz oft gute Bestimmungen für Visa on Arrivals. Also, dass du wirklich in Land fliegen kannst und am Flughafen kriegst du dann erstmal 30 oder 60 oder 90 Tage sogar wie hier in Brasilien quasi genau, als Visum. Auf jeden Fall. Und ich muss ja sagen, genau, als Deutscher hast du natürlich mega Visa-Bedingungen. Wenn du jetzt mal Nomads aus anderen Ländern fragst, sie haben halt viel mehr Schwierigkeiten teilweise irgendwo hinzukommen, weil die nicht rein dürfen oder... Ne, wir kennen zum Beispiel eine Brasilianerin, die Digital Nomad ist und die hat unheimliche Probleme. Die wollte länger in Portugal bleiben und das ist super schwierig für sie mit den ganzen Visas. Also da können wir uns natürlich glücklich schätzen. Trotzdem musst du natürlich ein bisschen mitdenken und überlegen, weil zum Beispiel in Thailand, wenn du länger bleibst, als dein Visum geht, man vergisst das halt auch schnell, ne? So, wann ist dein Visa überhaupt aus,
zu Ende, immer schön in den Kalender schreiben, dann kannst du ganz schön hohe Geldstrafen bezahlen auch, ne? Oder du hast ein Problem bei der nächsten Wiedereinreise. Also hier ist mein Kniff auf jeden Fall, schon immer dran denken, planen und in den Kalender schreiben, aber auch sich mit anderen Nomads zu unterhalten, was es noch für Möglichkeiten gibt. Weil es gibt auch Visa, wo du länger bleiben kannst, gerade auch in Thailand. Oder Thailand diskutiert sogar ein Digital Nomad Visa. Also es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Oder hier in Brasilien haben wir letztes Jahr rausgekriegt, also kannst du länger bleiben, wenn du willst, musst dann aber pro Tag bezahlen. Und jetzt haben die Regelungen letztes Jahr sogar so geändert, dass es möglich ist, also 3 Monate hast du als Visa, bleibst einen Tag länger, zahlst die Strafe bei der Polizia Federal für diesen einen Tag, den Overstay, und hast dann 2 Monate Zeit auszureisen offiziell. Das heißt, du kannst 5 Monate bleiben. Aber sowas muss man natürlich erstmal wissen, und das kriegst du nur mit, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die wirklich auch lang irgendwo sind. Ne? Die nicht nur normale Touris sind. Und dann kriegst du so die Kniffe und Hacks mit, die man noch machen kann, um sein Visum zu verlängern. Dann, ja, wie gesagt, die Internetverbindung. Und da ist auch ganz wichtig, hol dir immer eine SIM-Karte in dem jeweiligen Land. In Thailand geht das ganz einfach, heißt True SIM, kriegst du schon am Flughafen. Kannst verschiedene Pakete auswählen und dann kannst du dir nämlich auch notfalls, wenn mal in der Unterkunft das Internet nicht funktioniert, dir einen Hotspot über deine Karte, über dein Handy machen und damit arbeiten. Also das ist ein sehr, sehr guter Fallback für nicht funktionierende Internetverbindungen in Unterkünften. Aber das ist auch von Land zu Land anders. Portugal haben wir zum Beispiel auch schon mal eine Karte geholt, aber hier in Brasilien ist es ein bisschen schwieriger. Da brauchst du nämlich, um eine SIM-Karte zu holen, eine CPF, und das ist eine brasilianische Steuernummer. Die kann sich aber im Grunde jeder holen, und wir haben jetzt eine CPF. Also und Google Fi gibt es noch. Das ist ein bisschen teurer, aber Markus hat Google Fi, also auch so als Notfall-Ding, weil da, das musst du vielleicht mal kurz erzählen, in wie vielen Ländern kann man da? Über 170 Länder sind das. Das ist eine SIM-Karte von Google. Die Kooperation mit den verschiedensten lokalen Internet- oder Mobilfunkprovidern abgeschlossen haben. Und wenn ich mich in Brasilien einlogge, dann funktioniert die Karte, sobald ich hier lande in Brasilien und mich in das Handynetz einwähle, habe ich hier Claro oder SIM direkt voll mit LTE, und das kostet $20 pro Monat, und dafür hast du aber auch 20 GB an Daten. Und ich glaube, pro 10 GB kostet es nochmal $10. Also nicht crazy teuer, gerade wenn du aus Deutschland kommst. Bist ja so Preise gewohnt. Aber wenn du dann länger, ein paar Monate in einem Land bleibst, wie in Thailand, gibt es auf jeden Fall noch günstigere Alternativen, nämlich dann diese Local SIM-Cards. Aber um erstmal anzukommen am Flughafen, sich ein Uber zu holen mit funktionierendem Internet, ist Google Fi perfekt. Genau. Und wir haben dazu noch zum Beispiel in Deutschland Kongstar. Wenn wir in Deutschland sind, können wir das aktivieren, und wenn wir nicht da sind, können wir es abstellen. Also super flexibel. Super günstig, also ich liebe diesen Kongstar-Tarif. Und Kongstar hat, glaube ich, auch so einen Tarif, wenn du irgendwo im Land ankommst, kannst du dir für einen Tag Internet buchen, bis du dann irgendwie bei deiner Unterkunft angekommen bist oder dir halt ein Uber-Taxi geholt hast. Haben wir auch schon mal diese einen Tag Kongstar-Flat für dieses Land gebucht dann, ne? Mhm. Bevor ich zum nächsten Punkt komme, noch ein Punkt zum Visa. Was da nämlich auch oft passiert ist, dass das Land, in das du einreist, ein Rückflugticket sehen will. Und wenn du so ein Nomad bist und sagst so, was weiß ich denn, wann ich zurückfliege oder wohin ich weiterfliege, ich weiß es einfach nicht, dann ist dieser Service Fly Onboard mega geil, wo du dir quasi, das ist eigentlich ein richtiges Ticket, aber auch wiederum ein Fake-Ticket, also du bezahlst, glaube ich, $10 und kriegst ein Ticket ausgestellt, was du wirklich am Flughafen zeigen kannst, als Proof. Und das haben wir auch schon ganz oft gemacht, und das funktioniert super. Aber du buchst den Flug halt nicht wirklich, ne? Das ist einfach nur ein Service, um diesen Proof nachzuweisen an den Airports. Also es funktioniert so, es ist schon ein echtes Ticket ausgestellt von einem Reisebüro oder von einer Agentur, was aber dann später, ein paar Tage später, dann gecancelt wird. Und der Flug, genau, der ist random, der da drauf steht, weil du trittst ihn ja nicht an. Du buchst dieses Ticket mit dem Wissen, dass du den Flug nicht antreten wirst. Und nur aufgrund irgendwelchen Gesetzen und Regularien und Bestimmungen von Menschen, die sich das irgendwann mal ausgedacht haben und du ein Flugticket vorweisen musst, gibt es dann diese Hacks, dass du dieses Fly-Onward-Weiterreiseticket vorzeigen kannst. Und das reicht ja. Du brauchst ja nur für den Check-in am Airport.
Genau, und dann ist natürlich der Transport vor Ort auch manchmal ein Problem, ne? Weil du willst ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Und da kannst du dir in Thailand zum Beispiel einfach einen Scooter mieten. Das ist super gut. Hier in Brasilien habe ich zum Beispiel auch einen Scooter. Manchmal ist es vielleicht auch ein Fahrrad. Ich glaube in Vietnam, in Hoi An, da fahren viele Leute Fahrrad zum Beispiel. Oder, ich sag mal, wenn du in die USA gehst, dann brauchst du eigentlich ein Mietauto. Und da gibt es dann auch Special Hacks und Tipps wieder für Mietautos, die du Long-Term mietest, die dann nicht so teuer sind wie normale Urlaubsmietwagen. Oder wenn du wirklich sehr, sehr lange brauchst, da bist, kaufst du wirklich einen und verkaufst ihn wieder oder all diese Sachen. Aber der Transport vor Ort kann eben auch eine Challenge sein, wenn du dann dauernd Taxis buchen musst oder auf andere Leute angewiesen bist, kann das halt auch nerven, weil du lebst ja einfach da und willst dann halt mal zum Fitnessstudio und vielleicht ist es zu weit zu laufen. Es kommt halt auch auf den Ort an, wie nah da alles zusammen und erreichbar ist. Dann eine Challenge, die ich liebe, ist natürlich das Gepäck. Da nicht zu viel mitzuschleppen und sinnvoll zu packen. Und die krasseste Challenge ist eigentlich, finde ich, Sachen, die dir dann fehlen, wo du unterwegs denkst, scheiße, jetzt hätte ich gern das und das und das gibt es meinetwegen auf Amazon in Deutschland, aber du kriegst es hier nicht in Brasilien. Und das sind bei mir oft auch so ein paar healthy Sachen wie, weiß ich nicht, Gerstengraspulver oder irgendwie so natural organic stuff oder ne, natürliches Shampoo, weil ich kein Shampoo mit Gift drin auf die Haare tun will, ne? Und hier Brasilien ist da noch nicht ganz so weit. Also die haben schon so ein paar erste Bio-Organic-Marken, aber es ist langsam. Während du in Bali oder Thailand kriegst du solche Sachen halt schon eher. So, dann habe ich mir angewöhnt, wirklich zu planen, zu überlegen, okay, wann werde ich wieder in Deutschland sein? Auch wenn es erst dann in einem halben Jahr oder länger ist. Und was brauche ich und was nehme ich mir mehr oder weniger als Vorrat mit? Also ich habe sehr, sehr wenig Klamotten mit, braucht man hier auch nicht so sehr in den warmen Gefilden und dafür mehr so ein paar solcher Sachen, die ich hier nicht kriege, nicht gut bekomme. Also da könnte ich jetzt eine ganze Liste von Sachen aufzählen. Aber was natürlich auch cool ist, dass es jemand mitbringt. Unsere VA, Operations Managerin Clarissa, die kommt zum Beispiel im Dezember und die bringt mir jetzt zwei Sachen mit. Und es kommen noch mehr Freunde auch von uns, sehr gute Freunde von uns besuchen, die auch wieder Sachen mitbringen. Also ich überlege dann immer so, okay, wer kommt wann und wer könnte mir vielleicht was mitbringen. Ne? Ist natürlich auch mega, wenn man eine große Community hat und viele Leute kennt einfach. Aber ja, es ist auch schon passiert, zum Beispiel in Kolumbien war mein MacBook-Kabel kaputt. Ich konnte den Laptop nicht mehr laden. Und wir sind wirklich, das war in Santa Marta, das war die nächstgrößere Stadt, da sind wir in den Apple-Laden, da gab es sogar einen Apple-Laden, aber der hatte nicht das Kabel für mein Modell. Und wir haben dieses Kabel einfach nicht bekommen. Und was haben wir am Ende gemacht? Wir haben über 10 Ecken das von einem privaten Kolumbianer abgekauft, der sich gesagt hat, ah cool, da kriege ich jetzt viel Geld für, weil die das unbedingt brauchen. Und ich kaufe mir dann halt irgendwann Neues oder brauche das gar nicht. Also dem haben wir wirklich sein Kabel abgekauft für teuer Geld, weil uns nichts anderes übrig blieb. So was kann halt passieren. Aber da muss man halt ein bisschen erfinderisch werden und so überlegen, okay, wo kriegst du das jetzt her? Weil Sachen nach Brasilien zum Beispiel zu verschicken von Deutschland, haben wir auch schon probiert. Das geht nicht immer gut. Wir brauchten mal so ein PIN-Device für ein neues Bankkonto. Das ist nicht angekommen zum Beispiel. Das haben meine Eltern geschickt. Nie hier angekommen. Sehr, sehr, sehr schwierig. Da muss man so ein bisschen testen, was funktioniert und nicht. Und selbst DHL und so, da können die Sachen, wir haben mal was nach Thailand geschickt von Deutschland und das hat wochenlang im Zoll gelegen. Also wir haben es dann bekommen, aber es war echt knapp. So kurz bevor wir Thailand verlassen haben, ist das überhaupt erst angekommen, weil es wochenlang im Zoll lag. Das passiert oft mit DHL und solchen Carriern, ne? Aber was auch noch geil ist und ein super geiler Hack zum Beispiel, gibt es sowas wie Amazon. In Thailand ist es zum Beispiel Lazada, ein Lieferservice. Die haben uns bis an die Tür geliefert. Da habe ich zum Beispiel auch mal eine Ukulele bestellt, weil ich Ukulele lernen wollte. Und hier in Brasilien ist es Mercado Libre. Das ist auch sowas wie Amazon. Da braucht man aber eigentlich wieder ein brasilianisches Bankkonto. Das heißt, unser Freund, der Joseph, kann uns dann Sachen mitbestellen. Beziehungsweise jetzt, wo wir eine Firma gegründet haben, kriegen wir eh auch ein eigenes Bankkonto. Und dann können wir auch bei Mercado Libre bestellen. Aber wie ihr seht, es ist, im Notfall muss man sich halt einfach damit zufrieden geben, dass man manche Sachen nicht bekommt. Ne?
Ach, und bei Transport vor Ort wollte ich noch sagen, wir nutzen auch immer gern Uber. Also das ist ja dieser Taxi-Service, der viel, viel, viel günstiger ist als Taxis. Als wir jetzt in Lissabon zum Beispiel waren, sind wir immer nur mit Uber gefahren. Da hast du kein Problem, den Taxifahrer zu verstehen, weil du einfach ja, schon in der App sagst, wo du hin willst. Du musst nicht bezahlen, weil das geht automatisch über die App, kannst einfach aussteigen. Also super, super geil. Mega. Okay, dann noch Fokus und Routinen. Das fällt natürlich auch sehr vielen Leuten schwer, so die, ja, die Arbeitsroutine zu halten und auch wirklich zu arbeiten, weil du so viele Möglichkeiten hast in einem anderen Land. Wer kennt das? Bitte mal Hallo schreien. Und ich sage mal so, je länger du im Business bist, desto besser wird das natürlich. Aber am Anfang ist es echt sau schwer, weil du dich von allen möglichen Sachen ablenken lassen kannst. Aber auch hier, wenn wir noch Zeit haben, habe ich ein paar ganz kleine Tipps. Ich gehe ganz schnell durch. Da gibt es die Big Rock Strategie, dass du wirklich halt immer den wichtigsten Task zuerst machst, wenn du dir halt ein Glas Wasser vorstellst und du machst ganz viele kleine Sachen, schüttest das ganze Glas voller Sand, dann ist das irgendwann voll. Und dann hast du noch einen Stein, eine große Sache, der passt da dann nicht mehr rein. Wenn du aber den Stein zuerst reintust und dann alles mit Sand auffüllst, dann schaffst du quasi die fetten Sachen, die dein Business nach vorne bringen, plus die kleinen Sachen wie E-Mails beantworten, hier mal was machen, da mal was machen. Ja, und den Big Rock, den Stein, immer morgens früh, weil da hast du noch die meiste Aufmerksamkeit. Und die kleineren Sachen kann man dann abends machen. Der Markus nutzt gerne den Tomato-Timer. Der gibt dir so 10 Minuten, dann musst du einen Task voll durchpowern und machst danach eine Pause. Pomodoro. Aber es gibt auch Tomato-Timer. Das ist die Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik heißt das genau. Das macht Markus gerne. Ich finde das nicht so cool, weil ich lieber länger an einem Task sitze und dann denke so, ja toll, jetzt soll ich aufstehen und bin auch gerade voll im Flow. Dann gibt es die Self-Control-App für ein MacBook, wo du Social-Media-Portale ausstellen kannst. Das heißt, selbst wenn du da drauf willst, funktioniert es nicht. Kannst du sagen, für eine Stunde, für zwei Stunden. Und natürlich deine Bubbles auf dem Handy auszuschalten, dass du nicht immer da stehen hast, drei WhatsApp-Nachrichten und sobald du diese Zahl siehst, willst du halt da draufklicken und gucken, was los ist. Nein, du machst das ganz in Ruhe. Wenn du Bock hast, guckst du da rein und nicht, wenn der Bubble kommt. Also da gibt es noch ganz, ganz viel. Könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen. Auslandskrankenversicherung ist auch eine Challenge, weil wenn du dann wirklich am Anfang hast du vielleicht eine Auslandskrankenversicherung in Deutschland, stellst sie auf Anwartschaft, wenn du weg bist und hast dann eine Auslandsreisekrankenversicherung. Aber wenn du wirklich richtig lange unterwegs bist, wie wir, dann ist das scheiße. Also wir haben eine internationale Versicherung. Wir können jetzt offiziell quasi überall in der Welt ganz normal zum Arzt, wenn wir einen Check machen wollen, unserer Blutwerte oder so. Egal wo, es muss nicht mehr in Deutschland sein. Ausgeschlossen ist allerdings bei unserem Tarif jetzt Kanada und USA, aber da sind wir ähnlich. Und da wollen wir jetzt erst auch mal längere Zeit nicht mehr hin. Und wenn, kann man eine Zusatzversicherung für... Und wenn, da kann man auch einen Zusatz buchen, aber der Tarif ist halt viel, viel teurer, wenn du Kanada und USA einschließt. Oder bis zu 6 Wochen war das dann bei uns drin irgendwie doch. Ja. Dann ist natürlich eine Challenge keine Gleichgesinnte, aber da ist der Kniff auch ganz einfach. Du gehst einfach an Nomad-Hotspots und connectest dich natürlich mit anderen Leuten, mit denen du dann vielleicht auch per Sprachnachricht oder WhatsApp oder Skype immer mal wieder eincheckst, um das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Dann hast du natürlich die Ängste und Zweifel eines Selbstständigen, egal ob du jetzt in Brasilien bist oder in Deutschland. Also du hast Angst, keine Ahnung, ist mein Preis zu teuer, kauft das jemand, jetzt hast du einen Hater-Kommentar bekommen, bla bla bla. The list goes on and on. Und da ist natürlich der Kniff an deinen Limiting Beliefs und an dir selbst zu arbeiten, ne? Also auch ein Thema für eine eigene Präsentation. Eine super Challenge ist schlechte Ernährung, kein Sport. Aber auch da habe ich ja schon so ein bisschen von uns erzählt, wie wir das lösen. Ist aber auf Dauer halt auch, ja, macht unzufrieden, wenn du dann immer nur so zwischen Tür und Angel isst und irgendwelche komischen Sachen. Oder manchmal hat man auch einfach Bock, mal wieder selber zu kochen. Solche Sachen. Dann eine richtige Long-Term-Unterkunft zu finden, die halt jetzt auch nicht so teuer ist wie eine normale Touristenunterkunft, weil du ja einfach viel, viel länger bleibst. Das kann auch schwierig sein. Wenn du kurz irgendwo bist, kannst du natürlich Airbnb nehmen. Da hast du immer gutes Internet und meistens auch gute Qualität. Aber das ist natürlich nichts für länger, weil das teuer, relativ teuer ist. Obwohl die manchmal ja auch Monatstarif und so haben. Aber wir sind immer ganz gut da drin, wenn wir irgendwo neu ankommen. Wir buchen uns erstmal irgendwas und sobald wir dann da sind, fahren wir mit dem Roller rum oder fragen vor Ort rum. Na, also entweder fragen wir Leute, die wir kennen, die schon da waren, vorher, oder wir gucken vor Ort und
gucken nach Häusern, wo For Rent steht, gehen dahin und buchen das. Und wenn uns das dann sehr gut gefällt, dann reservieren wir das meistens schon fürs nächste Jahr, wenn wir dann ungefähr wissen, wahrscheinlich kommen wir dann und dann wieder, dass sie uns das dann blocken. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Kein Sport wollte ich noch sagen, was auch gut geht, wenn du nicht an einem Ort bist, wo man Sport machen kann, wie zum Beispiel Kitesurfen, dass du dir einfach eine Yogamatte mitnimmst. Ich habe auch schon eine Yogamatte draußen an meinen Rucksack gerollt und mit einer Yoga-App dann selber Yoga gemacht. Also das ist eigentlich so das Einfachste, zum Self-Made-Sportler zu werden. Genau. Und für Ernährung ist natürlich, guck immer, wenn du länger irgendwo bist, dass du ein Haus mit Küche hast und Kühlschrank. Die Post darfst du natürlich nicht verpassen, wenn du weg bist, aber da gibt es einen super, super Service. War auch einer unserer ersten DLX-Sponsoren, und zwar Dropscan von Christian Schulte, wo deine Post eingescannt wird und du die per E-Mail kriegst und im Backend sehen kannst. Das heißt, wenn du mir jetzt eine Postkarte schicken willst, dann gebe ich dir meine Dropscan-Adresse in der Ehrenbergstraße in Berlin. Dann kommt die da an, die scannen mir die ein, und wenn ich dann mal in Berlin bin und da irgendwo zur Untermiete wohne, da wohnen wir meistens halt zur Untermiete irgendwo, dann kann ich mir alle Post, die ich noch haben will, zu dieser Adresse schicken lassen. Und alle Post, die ich nicht mehr haben will, kann ich sagen, vernichten, und dann ist sie weg. Also super geil. Und wir haben diesen Service, da wir ja unsere Firma auch auf Zypern haben und selber auch auf Zypern gemeldet sind, haben wir in Zypern den gleichen Service, und der heißt Clever Mail. Und die scannen uns unsere Post dort ein. Aber man kann da natürlich auch einfach Post zu unserer Adresse schicken. Dann, was auch noch eine Challenge ist, dass viele Leute auch einen Travel-Burnout bekommen, die einfach überfordert sind, weil es eben alles so unstetig ist, ne? Alles ist unklar, wann, wie, wo, was. Und da hilft wirklich nur, also auch mal zu planen, auch mal längerfristig zu planen. Man kann seine Pläne ja auch immer noch umschmeißen. Und vor allem länger an einem Ort zu bleiben. Also Travel Burnout kommt oft, wenn die Leute zu schnell den Ort wechseln und ihnen dann alles über den Kopf wächst. Sowieso natürlich auch mit Business. So, das ist auch mein letzter Punkt, Finanzen unterwegs. Ist natürlich geil, Visa, Mastercard dabei zu haben, die Sperrnummern und auch mehrere Konten zu haben, wenn man mit einem Konto irgendwas ist. Weil ich hatte das jetzt gerade, haben die mir von der Comdirect Bank meine Visa-Karte gesperrt, weil die sagten, irgendwelche komischen Abbuchungen, ne? Dann gehen die ja immer in Sicherheitsmodus und sperren die. Und ich dachte, scheiße, jetzt kommt aber zum Glück die Clarissa, die mir meine neue Karte mitbringen kann. Ja, also selbst wenn du den Banken manchmal sagst, ey, ich bin viel im Ausland, da kann sein, dass dann mal Abbuchungen aus Brasilien kommen. Manchmal passiert es trotzdem. Revolut ist eine geile App, TransferWise könnt ihr euch mal angucken. Da muss natürlich ein bisschen wissen, wie die Lebenshaltungskosten der Länder sind, ne? Also hier Brasilien ist wesentlich teurer als Thailand. Ganz, ganz klar. Und Insel ist teurer als irgendwo in der Stadt. Also wenn du so ein bisschen weißt, wie viel du zur Verfügung hast pro Monat, kannst du auch die Länder ein bisschen danach auswählen. Du kannst auch sagen, ey, ich bin noch am Anfang, jetzt gehe ich eher in günstigere Länder, und sobald ich mehr verdiene, leiste ich mir auch teurere Länder. Also das ist eine Möglichkeit, ne? Aber nicht, dass man sich dann wundert und man in die USA fährt und sagt so, oh shit, ey, mit meinem Freelance-Job oder meinem eigenen Business komme ich hier ja überhaupt nicht hin, weil USA zum Beispiel sehr teuer ist. Dann hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, hast du jetzt einen regelmäßigen Cashflow, also Einnahmen, die monatlich reinkommen, oder machst du einen Produktlaunch, bekommst ganz viel Geld und dann erstmal Monate nicht, bis du wieder den nächsten Launch machst oder so, ne? Also dass man das auch so ein bisschen im Gefühl hat, habe ich einen Cashflow oder nicht. Und natürlich muss man sich auch um sein Geld kümmern, also einfach mal eine Excel-Liste aufschreiben, wie viel verbrauche ich überhaupt wofür und was kostet was in welchem Land, dann kriegt man da ein besseres Feeling für. Nomads werden ja oft so auch abgestempelt als Geringverdiener. Da würde ich sagen, da gibt es solche und solche. Das kommt natürlich auch darauf an, wie ambitioniert man ist, ne? Was hast du für ein Einkommensziel? Also wenn dir dein Einkommen noch zu gering ist, dann sieh zu, dass du dein Business aufs nächste Level hebst, skalierst und erprobte Strategien nutzt, um Produkte und Services zu verkaufen. Also ich meine, da muss man halt gucken, stellt man jetzt Business vors Reisen oder Reisen vors Business, ne? Also das ist your choice und jeder, der möchte. Und das Problem ist, also einfach einen Blog oder einen Podcast zu haben, ist halt kein Business. Also
Und man braucht auch nicht jahrelang umsonst zu arbeiten oder zu bloggen, bevor man sich zum ersten Mal trauen darf, für irgendwas Geld zu nehmen. Also wenn du Experte auf einem bestimmten Gebiet bist, kannst du von vornherein dir einen Funnel aufbauen und Produkte, die du verkaufen kannst und auch mit Facebook-Ads arbeiten oder whatever. Also da, ne, ist nicht so zu verallgemeinern, sag ich mal. Ja, für mich ist es auf jeden Fall der beste Lifestyle, den es gibt. Wir haben nicht vor, den aufzugeben, wobei sich halt für uns klar Homebases rauskristallisieren, wie zum Beispiel in Brasilien. Freedom ist einfach mega, mega geil. Wenn du irgendwelche Sachen hast, kannst du super gerne in unsere DNX-Community kommen. Die ist for free auf Facebook. Da sind 16.000 Leute drin oder so. Da kannst du alle möglichen Fragen stellen. Wir sind da auch regelmäßig drin. Kannst natürlich zu unserem Event kommen in Berlin im Mai. Im Juli. Im Juni ist es dieses Jahr, sonst war es immer im Mai. Über Pfingsten. Über Pfingsten, genau. Oder wir schreiben, genau. Aber Markus hat ja schon gesagt, ihr habt auch ein paar Fragen eingereicht. Und vielleicht kann Gründerzähne mir mal durchgeben, wie lange wir jetzt noch machen. Die haben eben gesagt, wir können überziehen. Okay, vielleicht 10 Minuten oder so, dass ich noch ein paar Fragen beantworten kann. Sollen wir dich wieder schalten? Ach so, ja. So. Soll ich dir die vorlesen oder suchst du dir eine aus? Ja, lass mal gucken. Ah, okay, die erste Frage, was denkst du, welche Generation sich für diese Freiheit interessiert? Also ich glaube, nennt man Generation Y, ne? Und ich glaube, ich bin sogar auch noch Generation Y, noch so gerade, 1981. Und genau, und danach kommt die Generation Z, wie man sagt, also die noch jünger sind als wir. Ja, aber zum Beispiel bei der Generation von meinem Bruder, der ein bisschen älter ist als ich, die haben alle noch sehr traditionell gelebt, also was jetzt das Arbeitsleben und so anbelangt. Ne? Also ich glaube, so der erste Cut kam mit der Generation Y, wo ich noch so gerade dazugehöre. Und alles, was jetzt nach uns kommt, also richtig krass sind die drauf. Also da sag ich schon so, wow, mutig und geil. Also, ach so, genau, wie macht ihr das wegen Visum, das in manchen Ländern ja begrenzt ist? Wechselt ihr dann einfach alle 2 bis 3 Monate das Land? Also in Thailand kannst du mit Visa Run bis zu 6 Monate bleiben. Überhaupt kein Problem. Und hier in Brasilien, wie gesagt, mit diesem Hack, den ich eben erzählt habe, offiziell sind es 3 Monate, mit dem Hack bleibst du 5 Monate. Und da wir jetzt hier eine Firma gegründet haben und auch ein kleines Stück Land gekauft haben, werden wir auf das Investment Visum applyen, mit dem du dann unbegrenzt bleiben kannst. Also. Und in Europa ist ja eh egal, wenn in Portugal sind wir oft gewesen, in Griechenland, da kannst du ja eh so lang bleiben, wie du willst. Also ist eigentlich kein Problem, du musst dich halt nur ein bisschen informieren, ein bisschen um die Ecke denken und wenn du wirklich sehr lang bleiben willst, also ohne Scheiß, wir kennen einen, der hat, der ist so alt wie wir, der hat sich ein Rentnervisum geholt in Malaysia. Also der hat, ich weiß nicht, du musst dann irgendwie nachweisen, dass du so und so viel Geld, glaube ich, pro Monat ins Land bringst, aber der hat das irgendwie so gedreht und gedeichselt, dass der dieses Rentnervisum hat. Also das ist nicht an das Alter gekoppelt, sondern nur an bestimmte andere Bedingungen. Und da muss man sich dann halt reinfuchsen und gucken, was möglich ist. Ökologischen Fußabdruck, wenn ihr um die Welt fliegt. Also das stimmt natürlich total und wir würden nie sagen, dass wir totale Engel sind und alles richtig machen, auch wenn wir das gerne würden. Ich würde liebend gern keinen ökologischen Fußabdruck haben. Was wir mal eine Zeit gemacht haben, ist auch von unseren DNX-Tickets pro Ticket 1 Euro an Atmosphäre atmosphäre.com zu spenden. Die machen so ein CO2-Ausgleich-Projekt. Ich meine, das ist was, aber geht natürlich wahrscheinlich noch besser. Also mein Traum wäre, dass wir irgendwann Zugang zu so fortgeschrittenen Technologien bekommen, dass wir auch Zeit und Raum anders überbrücken können auf der Erde. Also mit den Zeitaltern, die noch so kommen, mag natürlich noch ein bisschen was dauern.
Wie groß ist euer Team und wie findet ihr geeignete Kollegen, Mitarbeiter für euch? Ach, also das war ein Thema, da haben wir echt dran geknabbert, sage ich mal. Da haben wir viele Fehler gemacht und auch lange gebraucht, bis wir das so hingekriegt haben, wie es jetzt ist. Mach mal wieder auf die Frage, sonst... Ich mach dir die Frage gleich mal hier an, das ist einfacher. Dann kann ich nämlich gucken, ob neue Fragen kommen. Ja. Und also wir schreiben die Jobs immer auf unserer eigenen Jobbörse auf dnxjobs.de. Und oftmals sind es natürlich auch irgendwelche Connections, dass wir irgendwen schon kennen und wissen, der ist gut, dass wir den ansprechen. Oder uns natürlich auch Leute schreiben und wenn die sich per Video bewerben, also wir nehmen immer nur Videobewerbungen, wir wollen überhaupt keinen Lebenslauf oder sonst was sehen, ist oldschool. Und wenn derjenige uns anspricht und zu unserem Style passt, dann schauen wir auch immer, was es für Möglichkeiten gibt. Und unser Team jetzt, genau, sind so 10, 15 Leute mit den Praktikanten und alle Freelancer. Und ehrlich gesagt, wir wollen gar kein großes Team. Also uns ist das schon fast zu viel, weil je mehr Leute du hast, desto mehr Leute musst du ja auch koordinieren und versorgen, also auch für die da sein, ne? Und das kann halt auch viel Arbeit bedeuten. Also wir versuchen immer eher unsere Prozesse noch so zu verbessern, dass auch wieder Aufgaben wegfallen und uns auf wenige gute Leute zu fokussieren. Beantwortet das die Frage? Cool. Also es gab auch oft manchmal Podcast-Hörer, wie zum Beispiel der Florian, ne? Die uns gesagt haben, ey, soll ich euch nicht da und dabei helfen? Wo wir gesagt haben, geil, ja, lass machen. Also auf ganz verschiedenen Wegen kommen unsere Mitarbeiter zu uns. Wie lange werdet ihr diesen Lebensarbeitsstil leben? Was glaubst du, wann ihr wieder sesshaft werdet? Also wir werden nicht sesshaft in dem Sinne. Also ich will immer Homebases haben, am liebsten eigentlich drei, vielleicht eine in Europa, eine in Asien, eine hier in Brasilien. Und selbst wenn, also wir bauen hier auf diesem kleinen Stück Land, was ich euch eben erzählt habe, bauen wir auch ein kleines Haus, aber das heißt nicht, dass wir ein Jahr hier bleiben. Also wenn wir hier sind, unsere 4-5 Monate, was wir eh sind, egal ob wir ein Haus haben oder nicht, dann wohnen wir da selber und sonst vermieten wir es oder ja, ziehen erst wieder ein, wenn wir dann wiederkommen. Also mein Minimum wäre wirklich vielleicht, wenn ich mal noch älter bin, halbes Jahr hier, halbes Jahr da. Aber aktuell mag ich so Minimum dreimal zu switchen und von diesen Homebases aus macht man dann eh wieder ein paar Trips, wie ich eben erklärt habe. Aber genau, Brasilien ist auf jeden Fall, da wollen wir auch dieses DNX Island Projekt verwirklichen, was wirklich ein Eco-Resort wäre, eine richtig große Geschichte, vielleicht in 3, 5, 10 Jahren, aber wir sind quasi jetzt schon dran, die ersten Samen dafür zu setzen. Also ich finde sesshaft, das ist für mich ein Wort, was eigentlich nicht existiert, weil ich sehe so wirklich die ganze Welt als mein Zuhause. Also ich fühle mich nicht als Deutsche oder auf einem Grundstück für immer lebend. Und selbst, ne, selbst wenn ich hier ein Haus habe in Brasilien, wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, verkaufen wir das und machen was anderes damit. Also nichts ist für die Ewigkeit, nicht mehr in diesen Zeiten. Also man kann einfach immer Step by Step gucken. Also wir setzen uns auch manchmal hin und denken so, okay, was stellen wir uns denn jetzt für die nächsten Jahre vor? Dann denken wir uns irgendwas aus. Und da kann es aber sein, dass wir das so on the way auch wieder ändern. Okay, nächste Frage. Wohnt ihr überwiegend in Airbnb-Häusern, Apartment, Villen? Also hier wohnen wir im Haus. Airbnb immer nur kurzfristig, um ein paar Tage zu überbrücken oder so. Zum Beispiel, als wir hier nach Fortaleza, nach Brasilien geflogen sind, waren wir eine Nacht im Airbnb, bevor wir dann hier hochgefahren sind, wo wir jetzt sind. In der Stadt dann halt, um anzukommen, gerade wenn du abends ankommst oder so. In Nomadencamps mit anderen Nomads wohnen wir nicht.
Also wir machen gerne unser eigenes Ding, um auch fokussiert zu sein. Wir haben halt unsere DNX-Camps, ne? Das sind ja unsere Coworking- und Co-Living-Camps, wobei wir da auch nicht mehr bei allen selbst mit dabei sind. Wie lange bleibt ihr in Brasilien? Genau, man darf 3 Monate mit dem Touristenvisum bleiben, völlig korrekt, aber wie ich ja gerade gesagt habe, das haben wir auch von einem Anwalt in Fortaleza checken lassen, du kannst nach 3 Monaten den Tag, einen Tag danach zur Polícia Federal, also zur Polizei, bezahlst da einen Tag Strafe und hast dann laut Gesetz 2 Monate Zeit auszureisen, macht 5 Monate. Die App, die wir für die Dankbarkeits-Challenge empfehlen, das ist die 5-Minute-App. Und die Fitness-App ist Urban Sports. Das ist aber nur für Deutschland. Oder du meinst die 7-Minute-App, die Stretching-App, ne? Die mache ich jeden Morgen, also 7-Minute-App. Finde die Struktur der Coworking Spaces super. Davon ab könnt ihr Chiang Mai noch gut als Start ins digitale Nomadentum empfehlen. Also Chiang Mai auf jeden Fall, weil da halt viele digitale Nomaden abhängen. Und da sind auch sehr viele Cafés und auch Coworking Spaces, wie zum Beispiel das Pan Space. Da gibt es 2 von in Chiang Mai. Ich persönlich hänge aber nicht gern lang in Chiang Mai ab, weil das einfach eine Stadt ist und auch sehr viel Smog. Also asiatische Städte haben viel Smog und ich mag einfach Natur. Und wenn ich mir aussuchen kann, wo ich sein will, dann bin ich einfach lieber hier an der Kaiserlinie. Ja, aber ach so, wir haben auch eine riesen App-Liste übrigens. Die haben wir vor einiger Zeit mal gemacht mit allen möglichen Apps zu Banken, Tools, die wir nutzen. Healthy Living und die sind alle unter www.dnxtools.de. Das ist so eine ganze Liste an Sachen. So, dann gibt es neben den steuerlichen Vorteilen noch andere Gründe für den zypriotischen Wohnsitz. Welche Nachteile können sich daraus ergeben? All da könnte man natürlich auch wieder eine ganze eigene Präsentation drüber halten. Ne? Also es hängt auch sehr von der Art von deinem Business ab und was du so vorhast persönlich. Welche Auslandsfirma vielleicht wirklich Sinn macht. Wir finden an Zypern super geil, dass es immer noch in der EU ist. Es ist sehr einfach, also du musst schon natürlich eine Steuererklärung machen, du musst auch Belege sammeln, was nicht der Fall wäre, wenn du jetzt eine Offshore-Company in Hongkong oder Belize hättest. Aber es ist trotzdem nicht so viel Hassle und administrativer Aufwand wie in Deutschland. Also wir sind happy mit dem, was wir da machen. Und wir haben halt da auch eine Agentur, die uns ja bei der Firmengründung geholfen hat und die uns ja jetzt auch bei dem, wo wir einen Packagepreis bezahlen und die unsere Steuererklärung machen, die wir fragen können, wenn irgendwas ist. Und das fühlt sich einfach super gut an. Ja, generell fanden wir es komisch vom Gefühl, auch in Deutschland gemeldet zu sein an der Company, wo wir auch eh nie da waren. Und wir wollten auch einfach für uns im Kopf so einen Cut haben, weil wir gesagt haben, wir sind eine internationale Company. Und machen Business überall auf der Welt. Wir haben irgendwie Bock, auch unseren Firmensitz zu verlegen. Ja, also Zypern ist auf jeden Fall easy und auch nicht so teuer. Zum Beispiel Malta ist teurer von den ganzen Eröffnungskosten und auch von den Ongoing-Kosten. Und was man beachten muss, hängt halt, wie gesagt, sehr von deiner persönlichen Situation ab. Du musst aber schon ganz klar gucken, dass du dich aus Deutschland abmeldest und da auch alles cuttest. Also, keine Ahnung, Bankkonten. Du kannst ein Bankkonto haben, ich habe auch noch ein Bankkonto in Deutschland, aber dann bist du als Steuerausländer dort gemeldet. Und das machen auch nicht alle Banken, aber die Comdirect Bank macht es zum Beispiel oder die DKB. Cool! Ja, wie gesagt, alle Fragen, wenn ihr Bock habt, kommt in die DNX-Community, www.dnxcommunity.de, in unsere Facebook-Gruppe. Und ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen vorstellen, dass der Nomaden-Lifestyle gar nicht so viel anders ist, als wenn man in Deutschland lebt. Und ja, mit der Zeit ist man einfach überall zu Hause. Dankeschön fürs Zuhören. Gebt mal ein bisschen Feedback. Ob ihr es cool fandet. Genau, und sonst sehen wir uns in der DNX-Community www.dnxcommunity.de. Macht's gut!